hier reingehumpelt. Sie hatten eine Szene, die man in der Zeitlupe sich gar nicht anschauen will, weder als Sportler noch als Zuschauer. Nehmen Sie uns mal kurz mit, wie lange haben Sie auf die Zähne gebissen und wie schlimm war es? Ich muss sagen, die ersten 2 Minuten waren brutal. Dann war es so für 15 Minuten ein bisschen besser. Und ja, zweite Halbzeit war Katastrophe. Ich habe auch heute keine guten Bälle gespielt. Und ja, gut, waren einfach Schmerzen. Ich wollte es einfach durchziehen. Ja. Sie sind wichtig für diese, für das Spiel des VfL. Haben Sie gemerkt, dass Sie in der Phase, dass ein bisschen Unruhe bei Ihren Vorderleuten reingekommen ist, weil die gedacht haben, oh Gott, was ist mit unserem Keeper? Ja, das ist ja auch mein Anspruch, dass ich den Jungs, die vor mir spielen, das sind ja auch die 2 Jüngsten eigentlich in der Mannschaft, Sicherheit gebe und auch gerade mit meinen fußballerischen Lösungen in Unterdruck, ja, die Situationen auflösen kann. Das ist mir heute aufgrund wirklich der Schmerzen nicht so gut gelungen. Aber Obwohl, Sie halten direkt, ich glaube, eine Minute nachdem Sie wieder stehen, müssen Sie direkt springen. ja. Wenn das nicht gegangen wäre, dann hätte ich auch nicht weiterspielen können. Aber solange das noch ging, beim Schießen habe ich halt einfach unglaublich mehr, also unglaublich doll gemerkt. Ich glaube, ich habe auch die Riesenchance von zum 1-1, glaube ich, wäre das gewesen. Habe ich auch selber aufgelegt, glaube ich, mit einem scheiß Abschlag. Aber habe ich dann wieder gut gemacht. Von dem her, ich will mich heute nicht beschweren. Ich glaube, dass heute vielleicht ein bisschen glücklicher und cleverere Mannschaft gewonnen hat. Vielleicht nicht unbedingt die mit den besseren Torchancen, aber am Ende des Tages haben wir uns die Chancen auch richtig gut rausgespielt. Wir haben es ja halt gemacht, Düsseldorf heute nicht. Und heute hatte ich einfach ein bisschen das Quäntchen Glück auch auf meiner Seite. Manuel, Abpfiff, ich habe Sie beobachtet, Sie saßen ganz lange da. Das sind fast ein Kniefall gewesen nach dem Spiel. Nehmen Sie uns mal mit, warum haben Sie das gemacht und was ging Ihnen da durch den Kopf? Dann abends ist mein Opa gestorben. Für den habe ich auch heute gespielt. Danke. Deswegen wollte ich auch auf gar keinen Fall nach 2 Minuten oder wann es passiert ist raus. Der hat mich fußballerisch zu dem gemacht, was ich heute bin. Und deswegen habe ich heute für ihn gespielt. Und deswegen war mir das so unglaublich wichtig, dass ich das Spiel heute durchziehen kann. Und deswegen sage ich auch, waren wir heute vielleicht die glücklichere Mannschaft. Danke nochmal an Opa. Deswegen war mir auch klar, dass heute nichts passieren kann. Der hilft mir. Manuel, das tut mir leid. Ja. Dann würde ich sagen, entlassen wir Sie jetzt auch. Ich wünsche Ihnen Dankeschön. einen schönen Abend. Vielen lieben Dankeschön, Dank. Dankeschön.